Objektnummer SCP-027-DE, Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-027-DE befindet sich im Standort DE18 auf der Ebene 3 im Verwahrungsraum 319. SCP-027-DE hängt auf einem unter Strom stehenden Metallständer, welcher sich in einer alarmgeschützten Panzerglasvitrine befindet. Anmerkung: Für Missbrauch von SCP-027-DE durch Klasse D-Personal vorzubeugen, darf SCP-027-DE nur dem Klasse D-Personal ausgehändigt werden, sofern dieses ein Elektroschockhalsband trägt. Beschreibung: SCP-027-DE ist ein Lorbeerzweig, bestehend aus einem unbekannten goldfarbenen Material, welcher zu einem offenen Lorbeerkranz geformt wurde. Wenn SCP-027-DE korrekt aufgesetzt wird, ruft es bei den Trägern ein erhöhtes Selbstbewusstsein sowie einen gesteigerten Tatendrang hervor. SCP-027-DE kann beim Tragen nicht verrutschen oder herunterfallen und nur der Träger selbst kann SCP-027-DE ablegen. Wenn SCP-027-DE auf einer Kopfbedeckung aufgesetzt wird, treten keine Anomalien auf. Wenn der Träger von SCP-027-DE eine gezielte Tätigkeit ausführt, auch wenn diese parallel aus mehreren Tätigkeiten besteht, fängt SCP-027-DE an gelblich zu leuchten und die Fähigkeiten, die der Träger beim Ausüben der Tätigkeit benötigt, erhöhen sich auf ein Rekordniveau. Diese Fähigkeiten würde der Träger nicht ohne SCP-027-DE derartig ausüben können. Nach Beenden der Tätigkeit hört der Effekt von SCP-027-DE in Bezug der Fähigkeitssteigerung auf zu wirken und das gelbliche Leuchten von SCP-027-DE erlischt. Die psychische Wirkung von SCP-027-DE auf den Träger bleibt trotzdem präsent, solange dieser SCP-027-DE nicht absetzt. Beim Absetzen von SCP-027-DE verspürt der Träger für den Zeitraum von 8 bis 12 Stunden ein Gefühl der Antriebslosigkeit. Das Aufsetzen von SCP-027-DE während diesem Zeitraums ruft bei den Trägern keine positiven Effekte hervor, sondern nur das Bedürfnis, SCP-027-DE erneut abzulegen. Um den Effekt von SCP-027-DE zu nutzen, benötigt der Träger die Kenntnisse über den Vorgang der Tätigkeit, die mithilfe von SCP-027-DE durchgeführt wird. Wenn der Träger von SCP-027-DE eine unmögliche Leistung vollbringen oder gezielt versucht, einen Rekord zu überbieten, wird SCP-027-DE nicht aufleuchten und der Träger den Versuch unterbrechen, die Leistung als unmöglich deklarieren, sowie das Verlangen verspüren, SCP-027-DE abzulegen. Daraufhin verfällt der Träger in einen mentalen Zustand des starken Selbstzweifelns für den Zeitraum von 12 Stunden. Im Falle dessen, dass der Träger keine Vorkenntnisse einer Tätigkeit besitzt, für die er trotzdem SCP-027-DE benutzt, fängt SCP-027-DE stattdessen an zu leuchten. Ebenfalls fängt es an, etwa 0,5 bis 1 Liter einer nicht zu identifizierenden goldfarbenen klebrigen Flüssigkeit abzusondern. Die Flüssigkeit, die als SCP-027-DE1 bezeichnet wird, kann sich nicht mit anderen Flüssigkeit vermischen und ist fähig, durch Stoffe oder andere nicht feste Materialien durchzusickern. Wenn SCP-027-DE1 sich länger als 30 Sekunden auf einer anderen festen Oberfläche befindet als auf menschlichem Gewebe, fängt SCP-027-DE1 an, sich spurlos aufzulösen. Die Anomalie des Absondern von SCP-027-DE1 wird als SCP-027-DE1-Effekt bezeichnet. Dieser dauert je nach abgesonderter Menge von SCP-027-DE1 zwischen 2 und 4 Minuten an. Gleichzeitig verspürt der Träger das Verlangen, SCP-027-DE abzulegen. Jedoch ist das nicht möglich, wenn der SCP-027-DE1-Effekt andauert. Bei Hautkontakt fängt SCP-027-DE1 sofort an, in die Epidermis einzudringen. Dabei verursacht SCP-027-DE1 starke Schmerzen auf den betroffenen Hautpartien. In der Oberhaut eingedrungen ersetzt SCP-027-DE1 diese und hinterlässt eine dünne, undurchsichtige, goldenfarbige Schicht, SCP-027-DE2, die der Epidermis ähnelt. Darüber hinaus haben Hautstellen mit SCP-027-DE2 eine Gemindirti-Sensibilität. Wenn sich SCP-027-DE1 auf SCP-027-DE2 befindet, löst sich SCP-027-DE1 nicht auf und sickert nicht ein. Tests ergaben, dass SCP-027-DE2 als Epidermisersatz vor Stich- und Schnittverletzungen schützt. Durch stumpfe Gewalteinwirkung können Schäden am darunterliegenden Gewebe und Knochen verursacht werden. Allerdings nur unter merklichem Aufwand.
Wenn Hautpartien mit SCP-027-DE2 sterben und das Gewebe unter SCP-027-DE2 aufgrund des Ablebens des Trägers eine Nekrose erleidet, fängt SCP-027-DE2 an, sich ebenfalls spurlos aufzulösen. Entdeckung. Von in stürmte die MTF-Einheit. Eine Auktion von einem anomalen Objekt, die von Marshall Carter & Dark Ltd. veranstaltet wurde. Die MTF-Einheit konnte SCP-027-DE sichern und die anwesenden Beteiligten für weitere Ermittlungsarbeiten festnehmen. Die in Gewahrsam genommenen Personen wurden der für Verhöre zuständige Geheimdienstbehörde des deutschen Zweigs der Foundation übergeben. SCP-027-DE wurde in einer Vitrine vorgefunden, die sich auf einem Podest befand. Auf der Vorderseite des Podests stand auf einer Marmortafel geschrieben: Nur die Untalentierten in ihrem Fache werden Gottes Gunst verspüren und Gottes Hilfe erfahren, aber beides wieder verlieren. Die Hochmütigen werden Gottes Gunst verlieren, ohne Gottes Hilfe erfahren zu haben, aber die Unwissenden werden zum Zeichen ihres Hochmuts schmerzlich Gottes Zorn erleiden und gezeichnet sein, aber dafür Gottes Schutz erfahren. Allein die Würdigen stehen ohne Gottes Hilfe in Gottes Gunst. Auf dem Sockel der Vitrine waren zudem die Lattworte Deo Juvante eingraviert. Aus den Verhören der verhafteten Personen konnten keine Informationen zur Herkunft von SCP-027-DE in Erfahrung gebracht werden.